Kapitel 2. Who the fuck did this? I don't have anything valuable. Das hat er dann wahrscheinlich auch gemerkt. Money. They must have... Oh Gott. Oh Gott. Wer hieß? Der hat mein Bier geklaut. Wer ist Schmuckstück? Hat er meine Pillen geklaut? Meine Pillen sind auch alle da. Perfekt. Erstmal wieder mehr Pillen nehmen. Bei Pillen immer gut. Oh, oh, was? Was habe ich mit der Pillenpackung gemacht? Habe ich sie jetzt im Arsch? Fuck! Great. That's all I need. What if it was Red Pete? Der Ehering ist weg. These were from Thanksgiving. Ja, natürlich invited me. Nämlich das von unten durch. Them to his mother. What the fuck? Then I met Alice. That was the first time I saw her. Also der Ehering fehlt auf jeden Fall. Where? I need my pills. Nochmal? Ich hab das schon genommen. I can't get my thoughts together. Oh, ich glaube, ich habe das Spiel okay. Verbuggt. Ah, nee, doch nicht. I'm gonna have to report. Ich muss dir da nur nochmal reingehen. Christ. Why did the neighbors not report anything? I'm calling Steven. Steven scheint auf jeden Fall Kollege von uns zu sein und Polizist. Steven. Now, Jack, I told you, I'm going for a drink with you for another night in a row. That's not why I'm ringing. Although I could do with one. Someone broke into my apartment. What? Did anyone see anything? Have you called the police yet? No, I don't think so. Okay, er scheint nicht die Polizei zu sein. No one contacted me. As for the police, I'm calling right doch. Now, officer. All right. Do you want me to head around? Look for any trace evidence? I don't know. No, I guess not. Honestly, I don't have the strength to deal with it right now. I just want to lie down. Are you sure? Because it's no trouble at all. I think so. I'm sorry. I just wanted to calm down a bit. I don't know. That's probably some stupid joke. Only money was stolen. Money? Und dein Ehering. From Alice's box? Oh, fuck. Listen, I can come over. I have the key. I'll drop by, do what I need to do, and you go get some sleep. No, don't trouble yourself. Lately, I've been just so tired and distracted. I don't know. Maybe I forgot to close the apartment door on my way to work. If anything else is missing, I'll let you know and call the police. All right. Just make sure you close it tonight. If you see anything weird tomorrow, let me know. Whoever did this may be watching you. I don't think anyone is dumb enough to come back. You're probably right. Take care, Jack. If you need anything, call me. I promise I will. Thanks, Steven. Sorry to bother you again. I've just been all over the place lately. It's not a problem. Good night, Jack. Good night. Also ich hätte ihn jetzt trotzdem kommen lassen. Er hat ja sogar angeboten, dass ich mich hinlegen kann in Ruhe. Vor allem, ihnen fällt auf. What? Das war der Fernseher. Dass das Geld fehlt. I guess I should clean this shit up. Aber what a mess. Der Ehering fällt ihnen nicht auf? I could blame this on the burglars. Where to start? Now I'm sure I won't get caught up in these papers. I should pack this thing away. I have no interest in DIY at the moment. Maybe I could barricade the door with this. There you go. To be honest, I could leave it like Jack. Why? Oh, I think I'm just tired. Also man muss ja ehrlich sagen, ich hab's vergessen. Die LSI worked from one place to another. I look out the window, you are still gone. I take now what else I could do. The phone is silent, the biscuits are dying. I'm sorry, it's
been almost 2 weeks without you. I don't know who I am anymore. I'm waiting. I am sorry. I love you, Jack. Yes, if... not for me, at least come back for the plants. I think I over... over the Orchidee. Who the fuck is Jack? Sind wir Jack? Wir hießen nicht Jack, oder? Vergessen. Da haben sie jetzt das Foto von Alice drauf gemacht. Die Postkarte war hier vor. Ich guck gerade noch nach Änderungen. Ich weiß, was wir jetzt so langsam aufräumen sollen und dann schlafen gehen. Ich hab doch letztens noch ein Auto. Jetzt scheint es da nicht mehr zu stehen. Okay. Also da stand, glaube ich, unser Auto theoretisch auch. Ach genau, was ich sagen wollte, fiel mir jetzt wieder ein. Weil ich meine, ich habe die Tür aufgelassen, als ich zur Arbeit gegangen bin. Das wäre halt auch cool, so wenn ich die Tür zugemacht hätte, dass dann niemand eingebrochen wäre. It seems like the burglar wasn't looking for anything here. Actually, I'm not surprised. Aber auch das Fenster ist sehr detailliert mit der Feuerleiter. Okay, ich soll das anziehen. That's enough for now. Jeez, I'm exhausted. I'll get the rest in the morning. Noch ein bisschen übers Essen trampeln. Wie heißt denn doch Jack? Okay, das hab das Jack geschrieben. Was habe ich da gerade für einen Erfolg bekommen? Herr, den Rest erledige ich. Also Herr, den Rest erledige ich morgen. Wir haben morgen früh nochmal schön über die Polonaise da treten. So. Oh yeah, I should take my pills. Jetzt halt interessanter, wenn dir einfach mal auffällt, dass dir der verfickte Ehering fehlt, anstatt dieses dumme Geld. Also ich weiß ja nicht, aber so sehr wie du an deine Frau hängst, finde ich den Ehering persönlich wichtiger als das Geld. Vielleicht bin auch nur ich das, okay. Mag sein, aber ich würde mit dem Ring mehr Erinnerungen verbinden als mit den, keine Ahnung, sagen wir 1000 oder 2000 oder keine Ahnung, wie viel Geld da lag. Zieh dich um. Mich doch sonst nicht umgezogen. Scheißegal, du bist nicht so spät für deine Arbeit, bis du musst ja. Time to go. Geh zu deinem Auto und fahr zur Arbeit. Moment. Right. Remember to close the door properly, Jack. Okay. I'll ask the neighbors tomorrow if they saw anything suspicious. I wonder if Ridley fixed the coffee machine. Was ist auch gerade umgefallen? What? Hat sich das ein Vogel gegen geflogen oder so, wie es aussieht? Alice used to joke that smoking near plants made cigarettes less harmful. Kann mit Polnisch. Kann auch nichts mit der Inschrift anfangen, wenn du es nicht näher an dein Gesicht hältst. Also, es gibt ein paar Verbesserungsdinger noch in dem Spiel, auf jeden Fall. Der Fuck, wie die Lichter gerade vom Fahrstuhl durch die Wand gingen. Hä? Okay, ich denke, ich fahre jetzt in Etage 4. Erreiche das oberste Stockwerk. War ein Erfolg. Aber wenn ich jetzt immer die Treppen genommen hätte, wäre das dann auch passiert? Weiß. Hier geht es anscheinend noch zum Dach. Oder es gibt noch ein Stockwerk. Der Vogelabdruck ist...
Ob ich noch irgendwas mitbekomme, weil wenn ich ja mit dem Fahrstuhl einfach runterfahren würde, würde ich ja Sachen verpassen, außer der Fahrstuhl spuckt mich immer an gewissen Stellen auf. Ist es eigentlich so normal in Amerika, dass der Eingang für so ein Apartment hinten am Haus ist? Und nicht vorne, wo die Straße ist? Übrigens wieder meine Jacke nicht dabei. Ich werde wieder rumheulen, dass es nachts so kalt ist. Sind halt auch leider Sachen, woran man nicht denken kann. Wie gesagt, es wäre halt cool, wenn man diese kleinen Spielereien so mit reinbringt. Und damit dann halt auch eine Art wie heißt das, Entscheidungsmöglichkeit. I'm exhausted. Jetzt schon. I wonder who Stephen brought in today. Ach, Stephen bringt die Leichen persönlich vorbei. Okay. Good morning, Mr. Ridley. No. He's not here yet. No, I'll deal with Adam. Naja, so viel leistet er eh nicht. Außer da unten. Oh, come on. It was too lazy to even wheel the gurney to the autopsy room. Okay, ich muss die Leiche jetzt also selbst noch. Warte, kann ich das nochmal? Sprechen? Entweder hat die Leiche gerade gelacht oder das Lachen kam aus meinem Büro. Ich hätte jetzt gedacht, das kam aus meinem Büro. Now for the tough part. The body needs to be moved. Where's Ridley when you need him? Gerade aber auch egal, ich will mich hier erstmal umgucken. Hier was verändert hat. Das sieht soweit normal aus, sage ich mal. Oh. Ah. Türen, die sich bewegen. Oh. Fuck. Hello, motherfucker. Alter. Das kam zu gut mit diesem Kinderschrei, leider. Kam leider so gut mit diesem Kinderschrei. Er schreit dann Kind, hello, motherfucker. Genau so. Hello, motherfucker. Die Schalter sind schon wieder unten. I don't see any need to mess with the electrics. They are flaky enough as it is. Das ist ja auch Anzeigefehler, oder? Oder ist das einfach schon Vorstellung, wenn das jetzt auf jeden Fall der Strom gleich noch ausgeht? Nimm doch das Notizbuch schon mit, wenn ich hier bin. Das meine ich, solche Sachen könnte man doch einfach schon easy mitmachen. Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. Wo ist mein fucking Cupcake? Wer hat mein Cupcake gefressen? Mein Muffin, nicht Cupcake. Das gleiche, oder? Also, auf jeden Fall ist er weg. Hallöchen, Agori. Alright. I just need some gloves and my apron. Then I can get to work. Ding, schneller als gedacht. I'm going to need my tape recorder for this. Hier brauche ich jetzt mal Kassetten. Erstmal. Autopsy dated November 22nd, 1991. 7:32 p.m. Led by Dr. Jack Hanman. Okay, erst die Polizeiakte, bevor ich die Leiche abrufen darf. Wir haben Identity Unknown. Ui. Der Piraten, wir haben jetzt Alice auf dem Tisch. Ich beginne bei verifying the identity of the Jane Doe. Upper Lloyd.
Bipolare Disorder, bipolare Störung, okay. It's most likely Harper Lloyd, age 35. Found in a well-owned house by her neighbors, Leonard and Dorothy Chelsea. Reported missing for a week. Firefighters found the body after the Chelsea family began complaining that their tap water tasted strange, and at one point had begun to smell and turn a dark color. Ich hinterfrag das jetzt alles nicht. Ist echt leicht wieder. Aber okay. Irgendwie schmeckt der Sprecher cool. It is also known that the deceased was diagnosed with affective bipolar disorder. Harper was placed on drug therapy, which she dropped out of fairly regularly. During her treatment, she was under the care of her common law partner, Richard Benson, professional truck driver. The last person who had contact with the deceased was her partner. Harper's last message read as follows. I'm gonna take a shit in their stupid well. Then we'll see who has the last laugh. Nice one. Bei dem Versuch, in den Brunnen zu scheißen, reingefallen und verreckt, oder was? Ich nicht. Police records also show that Mrs. Lloyd was in constant conflict with her neighbors. The constant parties and subsequent brawls made living in the area nearly impossible, especially when Lloyd's partner wasn't around. Oh, das sieht aber auch nach einer Gegend aus, wo ich nicht unbedingt wohnen wollen würde. I proceed to open the bag and check the state of decomposition. The most important task in forensic identification of a drowned person is to distinguish whether the death occurred before or after entering the water. Also ob der jetzt ertrunken ist oder vorher einen Darmriss hatte oder was und daran verreckt ist. Oder sie oder es, okay. Ich habe keine Ahnung. That could have been worse. I carefully removed the victim's clothes so as not to damage the skin. Aber hier sind die Klamotten auch nicht wichtig. The deceased was one shoe is missing. I'm going to need the camera to document all possible suspicious marks. Sie hat auf jeden Fall einen vollen Magen, also da werden wir was im Magen finden. Definitely the first thing that stands out is the very advanced postmortem gigantism. Okay. Danke, dass du mir das auch in Worten erklärst, die ich verstehe. The deceased appears very delicate, smooth, and relaxed from being in the water for a long time. The whole body is extremely pale. Magen, wie gesagt, der sticht halt auch hervor. Würdest du es fotografieren, bitte? Postmortem markings are seen on the underside of the body. That is, on the back, thighs, and calves of the deceased. Ist mal nicht die Hand, aber der Oberschenkel? It's likely that the deceased was lying on her back when she was fished out. Okay. Fehlt ein Auge. There are bruises and hemorrhages on the neck. These usually occur due to increased inhalation when fighting to breathe underwater. Aber dass da ein Auge fehlt, ist okay. Das ist nicht auf. Oh, okay. Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung. Aber hey. Ich mache das, was das Spiel mir sagt. Und das Spiel scheint einen extrem Fußfetisch zu haben. The so-called washerwoman's skin on the feet. The deceased had indeed been in the water for a long time. Bei jedem Opfer darf ich die Füße fotografieren. Hier sind auch Abschiffungen. There are some obvious scratches on the skin. Was noch? Wie gesagt, das da ist auffällig, aber okay.
Könnte noch auffällig sein. Eins fehlt noch. Der Hand ist nicht. An der anderen Hand hatte ich die geprüft. Ah. The skin on the hands can be easily separated from the body. The separation takes the form of a glove. Nice, ist das appetitlich. So, after the preliminary exam, it's time to take a closer look at this. Man scheint das Gesicht am wichtigsten zu sein, okay. Ja, wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, wer es ist. Wir vermuten halt nur, dass es Elliot irgendwas ist oder Floyd irgendwas oder wie auch immer hieß es. Hieß im Bericht. The deceased was closed. Rigor mortis does not need to be checked. Based on the state of decay, you can be sure it has subsided. Was ist wegen Rigor mortis? Warum muss er nicht gecheckt werden? Über eine Woche lang im Wasser Rigor mortis abgeklungen. Ah, okay, weil es zu lange im Wasser war. Where to start? We see thick white foam in the mouth of the deceased, resulting from pulmonary edema. Foam is a characteristic in deaths due to drowning. Okay. There are obvious scratches on the skin, especially on the back and hands. These could be defensive wounds, evidence of some sort of altercation prior to death. Immer so anteasern, dass da vielleicht ein Kampf passiert ist oder sowas und mal, dann halt nicht. The skin on the hands would have easily peeled away from the flesh. Some of the fingers have already lost their nails. Weil ich hätte jetzt gedacht, diese Kratzer können natürlich auch dadurch entstehen, wenn du so einen Brunnen runterfällst, dass du an der Wand lang scheuerst oder so. The spots have a purplish blue red hue, which is a typical sign of the death of the organism. Okay. Yep, pretty typical. Liver mortis are formed as a result of putrefaction of blood in the veins. Due to the fact that the deceased was wearing shoes all the time, her feet are in better condition than her hands. Nevertheless, we can still notice a clear, wavy skin and the so-called washerwoman's skin texture. Okay, that's probably enough to indicate a direction for further examination. I'd better note that down in the records. Marks found on the neck and foaming at the mouth are typical signs of drowning people. Those abrasions appear relatively fresh. No healing or scarring is visible. Hands heavily wrinkled from submersion in water. Typical washerwoman's skin. There doesn't seem to be anything unusual about this liver mortis. Diffuse spots are caused by blood rotting in the veins. Ich finde es gut, wie der geschriebene Text, den wir hier reinschreiben, mit einem Stift auf einem Papier, immer kleiner wird, weil wir mehr Platz brauchen. Considering the deceased's penchant for drinking alcohol, it could have been a mere accident. In this case, the question is, was drowning an accident or of suicidal intent? Nicht, dass es suicidal war. Maybe it's just an abrasion, or maybe the result of a fight and being pushed into a well. Fortunately, the skin on the hands didn't fall off. Otherwise, I'd have trouble identifying the deceased. Their distribution suggests that the victim was probably lying on her back when fished out of the water. Liver mortis of a different color could indicate poisoning with carbon monoxide, cyanides, or nitrates. However, this is not the case here. A simple trip, loss of balance, and as a result, you end up in a deep hole with no way out. That's all for now. Sache, ja, bei dem Versuch da reinzuscheißen, reingefallen, steckte fest und kam nicht mehr raus. Make sure the suggested identity is correct. Wie mache ich das? The suitcase with the fingerprint equipment should be around here somewhere. Ah, ja, here it is. The fingerprint sheet should always be checked. Slipping fingers, too much or too little ink,
or inaccurate hand position, if the body of the deceased is well preserved, fingerprinting is similar to that of a living person. With decomposing bodies, the tissue of the pads and the fingers tends to shrink. To remove these shrinkages, a mixture of glycerin or air is used. Keine Ahnung. Er dürfte. Einer in den Raum geschoben wird mit einer Kerze im Arsch, wäre Happy Birthday sehr makaber, oder? Wollte ich Kerze noch. Naja, wenn du wie hier alleine arbeitest, nur zu. Ich glaube, die arbeiten ja meistens allein, oder? I'm going to conduct a dactyloscopic examination. If in fact the deceased is in the police database, I will find her. Glycerin is injected successively between the nail and the skin of each finger. The substance then enters the fingertip, removing shrinkage and wrinkles. Aber dann in Deutschland, beziehungsweise in Europa. Weil in Amerika kann ich das tatsächlich so, zumindest aus Film und Fernsehen, sag ich mal, dass die meistens allein da sind. Nicht zwischen Fingernageln so stechen? Weird, wenn man jetzt auf einmal wieder sieht, wie die Fingerabdrücke sichtbar werden dadurch. Und da, genau dafür ist es da, aber trotzdem. Now I take a brush. Only when the skin is taut and elastic can you use ink. I think it's enough. I'm getting fingerprint samples. In the case of drowning victims, you have to be extremely careful. The skin may fall off the hand like a glove when you take the print. I'll use the fax machine to add the print into the system. Jetzt habe ich ihn. Button and I use a fax machine to. I'll run the prints against the police database on the computer. Great, the data is there. Click upload. Now, go through the database and find a matching print. Expect possible hours of fun. One more. Analyze button. And we have a result. Everyone has a story to tell, even if it's just a police record. So, das ist wirklich Harper Lloyd. The deceased turned out to be Harper Lloyd. That went smoothly. I'll print this out and attach it to the medical records. Wieso steht dies? Wir haben November. Oder nicht? Wieso steht die schon als 30.09.91 als tot da? Und der letzte Eintrag wurde zwei Tage vorher gemacht. Also man hat zwei Tage, bevor sie anscheinend als tot eingetragen wurde, sie als tot eingetragen. Ordnungswidriges Verhalten, aggressives Verhalten unter Alkoholeinfluss. Ah ne, den habe ich jetzt eingetragen, den Tod. Aber hatten wir nicht November? Das ist der letzte Eintrag von der Polizei, den habe ich jetzt gemacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kleindiebstahl oder ordnungswidriges Verhalten. Teilnahme an einer Schlägerei unter Drogeneinfluss. Geldstrafe. Ladendiebstahl. Gegenwärtiger Sachen. Geldstrafe. Ordnungswidriges Verhalten. Belästigung und Vandalismus. Verwarnung. Ladendiebstahl. Geringwidrige Sachen. Geldstrafe. Ordnungswidriges Verhalten. Belästigung und aggressives Verhalten unter Alkoholeinfluss. Geldstrafe. Ordnungswidriges Verhalten, aggressives Verhalten, Belästigung und Vandalismus, Verwarnung.
Ungewöhnliches Verhalten, Belästigung, Vandalismus, Verwarnung. Ungewöhnliches Verhalten, unter Alkoholeinfluss, Geldstrafe. Jetzt mal ehrlich, wenn du die Polizeiakte siehst, da muss doch mal irgendwie mehr passieren. Größe ist unbekannt. Die Frau hat keine Größe. Aber wie gesagt, den Todeseintrag finde ich gerade weird. Wie ist das Ergebnis auf dem Fax? Bevor ich das mache, ich will... Wenn ich jetzt auf den Kalender gucke, wird mir dann gesagt, welcher Tag heute ist? Der steht auch noch auf November 91. It's not my favorite day, although it's certainly better than Monday. Aber wie kann es denn schon wieder Wednesday sein? Müsste Friday sein heute. Oder arbeite ich immer nur Wednesday? Und das sind, ich habe doch noch meine Wohnung gehabt. Oder arbeite ich nur Mittwochs? Oh, Jesus. I wasn't sure it would amount to anything, but the World Wide Web has been a blessing for speeding up my work. Also ich weiß nicht, für mich passen die Daten gerade überhaupt nicht zusammen, dass sie Tod im September hat. Weil man hat sie doch jetzt nicht 2 Monate rumliegen lassen. Oder 1,5 Monate. Wir müssen kein Datum angeben bei diesen Beweisen. Oder ist das halt rückwirkend datiert? Weil die ja auch eine Zeit lang lost war, bis dann halt das Wasser anfing zu stinken und sowas. Egal, wir sollen den Bericht lesen. Great. Now we can go back to my inspection. Der Bericht ist genau das gleiche, wie ich gerade gelesen habe. Nur, dass sie jetzt eine Größe bekommen hat. Also jetzt ist sie 1,63. Vorher war sie nichts. Gut zu wissen. Wir haben übrigens... Achso, das ist wahrscheinlich die Polizeiakte einfach von Brian. Stand nicht vorher noch bei der Rasse einfach White und jetzt steht da Kaukasin? Kaukasin? Also die sind sich ja selbst innerhalb der Dokumente nicht mal einig, was sie machen. Und hier steht der Tod nicht mit drin. Hier passt das mit den Last Entry. Ich würde ja gerne die Zoom-Taste oder sowas haben, aber ich meine, da stand White drauf. Ja, weiß. Ethnie weiß steht da, okay. Dann scheint es aber ein Übersetzungsfehler zu sein, würde ich sagen. Naja, aber ich weiß ja eigentlich noch gar nicht, wann sie gestorben ist. Das muss ich ja jetzt erst untersuchen. Vor allem wäre sie 2 Tage nach dem letzten Vergehen gestorben. Oder hätte sie versucht, 2 Tage nachdem sie in den Brunnen kacken wollte. I'm adding the name of the deceased. I'll start the internal examination by taking fluid from the victim's brain. A needle inserted through the nose will do the trick. Jane Doe stand vorher drauf. Warum schreibt man Jane Doe drauf, wenn man von Anfang an doch denkt, das wäre sie gewesen? Hier steht ja auch schon Lloyd drauf auf den Dingern von der Polizei. Wieso schreibt man da Jane Doe drauf? Wahrscheinlicher Todeszeitpunkt 15. November steht hier aber drauf. Also momentan wird der 15. November geschätzt, nicht der 30. September.
Und hier ist er größer als vorhin. Vorhin stand doch 1,65. Jetzt ist, oder 1,63. Jetzt ist er 1,75 auf einmal groß. Also die ganzen Daten der Blätter passen doch null überein, wenn ich das richtig sehe. Und dabei ist das so einfach zu programmieren, dass du da eigentlich keine Fehler machen kannst. Oder ist sie vorher immer nur auf Knien gelaufen? Jetzt sehen wir sie mal hier voll ausgestreckt. Ich hab nicht Klemmbrett, ich brauch die. If the victim was alive when she fell into the well, she must have swallowed water fighting for her life. And then diatoms, characteristics of pooled water like a well, got into the body. Versuche das Gehirn. In the meantime, I'll check the sample under the microscope. Oh, ich darf das Mikroskop benutzen. Algae traces will be found in the samples taken from the well where we found the body. Now I need to adjust the knobs properly and place the diode. Oh, nah. Oh. I'm finally starting to see something here. It's perfect. Das Helfer mutet nur, der Pathologe macht den Rest. Aber normal sollte solche Dinge fast gleich sein. Ja, daher, bis jetzt war das, also bei den anderen zwei Fällen war das ja so. Die Polizei hat einen Todeszeitpunkt vermutet. Wir haben 2, 3 Tests gemacht, mehr oder weniger. Und konnten daran feststellen, ja, die Polizei hat halt mit ihrer Vermutung ungefähr recht. Aber es steht ja, also jetzt ist ja eine Vermutung vom, also zumindest das, was da momentan draufsteht, vom 15. November. In ihrer Strafakte steht aber Tod 30. September, was halt nicht passt. Meines Erachtens nach. Weil das wäre 1,5 Monate vorher. Aber mal gucken, was sich noch ergibt. Ah, da sind doch die. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. Genau, muss ich jetzt hier suchen? Wann von Diatomin zu überprüfen. Ich weiß ja nicht mal, was Diatomine sind. Das ist so geil, wenn du dir sowas anguckst und nicht genau weißt, wonach du eigentlich suchen sollst. Ja, also hier sehen wir einen Haufen Sachen. Das da? As expected, we find the aforementioned algae in the solution. Their upper part, Apotheca, which overlaps the lower, Hypotheca, is clearly visible. The presence of diatoms in the brain samples taken indicate that the deceased was certainly alive when she fell into the water and was possibly conscious. Okay, also sie ist lebend darunter gefallen. Wie gesagt, sie wollte ja reinscheißen. Since there were diatoms in the brain, it means that many more of them must have entered the body. Studies of the rest of the organs will most likely confirm this hypothesis. Woher weiß ich jetzt schon, dass die Gehirnfarbe rau-rosa ist? Ich habe das Gehirn nicht rausgeholt bis jetzt. Das hätte ich doch jetzt nicht an der Probe gesehen, oder? Ein wildes Huthut ist erschienen. Ja, da muss ich bei ihm fortwerfen. Es gibt Prioritäten. Die Leiche kommt allein zurecht. Keine äußere Anzeichen für eine Einwirkung des Gehirnsflüssigkeit wurde zur Analyse auf das Spannende von der Drum gesammelt. Die Menge in der Flüssigkeit gefundenen der Drum bedeutet darauf hin, dass das Opfer noch Bewusstsein war, als es in Wasser fiel. I can finally get to the practical part. So, wir dürfen es öffnen. I must be extra careful because the skin of the deceased is very stretched. I wouldn't want an explosion here. Oh, ich finde das interessant, so eine Explosion. Könntest du da bitte mal vernünftig langschneiden? Vor allem nicht schon wieder diesen. So. You can immediately see a very large swelling of the organs. Die hat man ja vorher auch schon gesehen. Der Bauch ist ja mega angeschwollen gewesen. Also hier der Bereich. Die Lunge dürfte wahrscheinlich auch angeschwollen sein.
Wenn der Wasser eingeatmet hat, kriegt man aus, oder? Oder halt genau das Gegenteil. So, I'm going to start by drawing blood from the lungs for testing for diatoms. Blut? If diatoms were only present in the lungs, this would mean that the victim was placed in the well after death and the perpetrator wanted to get rid of the corpse in this way. Warte nochmal bitte, wenn das nur in den Lungen drin ist? Now I remove the lungs and proceed to their examination. Taking the lungs in my hand, I feel that the tissues have lost their elasticity, which is the result of water emphysema. In addition, there is significant swelling of the organs, and as a result, we have a nice imprint of the ribs. The emphysema itself, it's clear how far it's progressed, which is characteristic of drowning. Ja, ist doch gar nicht so sehr anschwellend, dass die Rippen da reinpressen. Lungengewebe mit fehlender Elastizität und fortgeschrittenen Empysen. Ja. Corpses found in water are worth examining with a tomograph. However, I can't count on such luxuries, so I must reach for a more archaic technology. A bucket and water. Wait. Hier ist ein Eimer. Aber das ist nicht der Eimer, den wir suchen. Lagerraum. Oh, hi. Has anyone been here? I hope no one dipped a mop in it. Und jetzt ist er wieder voll ruhig. Ja, jetzt sind wir wieder cool. Ich habe keinen Schatten, aber der Eimer. Okay. Ich glaube, ich bin hier die Leiche. Darf ich meine Tabletten nochmal nehmen? Scheinbar nicht. Wahrscheinlich auch nicht, während ich den Eimer in der Hand habe. Höre einen Ertrinkungstest. Hatte nicht gesagt, ich brauche Wasser? Was ist ein Ertrinkungstest? Doch jetzt denselben Eimer geholt wie der, der hier steht. Scalpel, Scissor. Ich hab halt ehrlich gesagt keine Ahnung, was er jetzt gerade von mir will. Was soll ich denn jetzt mit dem Eimer machen? Ich meine, er hat ja gerade noch gesagt, ich brauche einen Eimer voller Wasser. The lung float test is used to detect infanticide. Kindermord festzustellen? Will von hier Wasser holen. Sie ist im Brunnen ertrunken, also gucken wir, ob sie jetzt klowasserresistent ist oder wie. Ach, die Erwischung. Bringe den Eimer zum Waschbecken im Lab. Willst du mich verarschen, Spiel? Das ist nicht das Labor. Water should be at room temperature. Okay. That's enough. To test for this, I have to place the lungs in a container of water. This checks if there is air in the lungs. And speaking of lungs, everything is ready to bring them here. Muss ich die Lungen hier rüber schicken? Madame, ich brauche Ihre Lungen. Bleiben Sie. So, das ist die Pixels hin, so ich dachte gerade. Of course, such a study isn't without flaws. Air may have entered a newborn's airways during resuscitation attempts. Gases released during decomposition could also give a false result. Ja dann. Nice. Vor allem trotzen die auch der Gravität. Gravitation. In this case, however,
It's about something else. Namely, the amount of fluid in the lungs. To test for this, I have to place the lungs in a container of water and wait to see if they fall or if they will float on the surface. Wenn sie fallen, ist Wasser drin. Wenn sie oben bleiben, ist Luft drin. Also die waren Wasser, mit Wasser. Just as I assumed, the lungs collapsed easily. Fluid could have entered the lungs during panic attempts to catch breath underwater, but it could also be the result of bacterial infections or cancer, so further investigation is needed. Muss ich die Lungen setzen? Boah, Appetit! I move on to dissecting the lungs of the deceased. You can hear the distinct, very unpleasant crackling of the tissues being cut through. The parenchyma is remarkably pale, although small hemorrhagic foci and petechia are present on the surface. Ist ja schön, wenn sie dieses Knacken auch wirklich dargestellt. All right. Now, I will check the collected fluid under a microscope. If we find 20 diatoms on the slide, it can be considered drowning. And our result is not false positive due to possible contaminations. Heißt also schon wieder die Atome. Okay. Let's see. Although I expect we'll find that the aperture still needs adjustment. Oh, I'm finally starting to see something. And perfect. I won't even notice an army of diatoms. Great. This way, I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. Kannst du ein Stück Leute finden? Da reicht einer. Ja, ja, okay, das ist sonst. As expected. In solution, the diatoms are clearly visible. There are smaller and larger clusters of them. There will definitely be more than 20 of them. I'll make a note of all this. So far, this case looks pretty standard. It's clear from the beginning that it's drowning. Well, the procedure requires me to check everything anyway. Fernschrittanalyse zeigt, dass das Lungen blass war und keine Hämorrhoidenaufweis. Der Untersuchte der Lunge deutet auf ein nasses Ertrinken hin. Außerdem ergab das Mikroskopanalyse die große Menge an Diatomin in der Flüssigkeit. Diatomin. So, I move on to checking the other organs. I ligate the heart and then remove it for inspection. Strongly developed putrefactic hemolysis, the organ can be seen at first glance. Apart from that, no signs of a heart attack or other heart disease. Achso, ich muss den Plan machen. Kann ihn nicht markieren. Ah, da unten. Hier unten soll der Schaden sein. Ich hab gedacht, das wäre der Schaden. I move on to the next organ. This time, it's the liver. Hey, he's off. It's immediately apparent that the deceased didn't care for herself. Like most organs, her liver is enlarged and severely congested. The beginnings of cirrhosis are visible in some areas. I transfer the organ to a board and proceed to dissect. Soll ich die Leber aufschneiden? Oder durchschneiden? Wie denn hier? Mal da. The cross-section clearly shows dilated veins and many small hemorrhagic foci.
I must admit that this is quite a feat, considering the rather young age of the deceased. Die scheint ihre Leber wohl ziemlich gefickt zu haben. That she might not have lasted a few more years. I move on to the stomach. I take a sample of the fluid for testing. Aber sie hat auch, also es stand auch in ihrer Strafakte öfter drin, dass sie Straftaten mit Alkohol, also unter alkoholisierten Zustand gemacht hat. So. It looks very turbid. I'll see what happens after spinning. But that's in a moment. Now, I carefully ligate the organ, then cut it off. It's enlarged, probably full of putrid gases. I transfer it to the board and carefully open it, checking the contents. Interessant, dass wenn man den Magen so rausnimmt, dass anscheinend die Gase nicht entweichen, obwohl ja hier eigentlich Öffnungen sind an beiden Seiten. Wenn man regelmäßig den Pegel umhält, sagt die Leber sehr schnell. Gut, keine Ahnung, ich trinke halt gar nichts. Also ich trinke schon etwas, aber alkoholmäßig nicht so. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Daten ihrer Verbrechen nicht mehr im Kopf oder sowas, aber wie gesagt, es stand ja des Öfteren, dass sie alkoholisiert, vandaliert ist und sowas. Wenn man dann im Video irgendwann mal zurückspult und nochmal nachguckt, kann man vielleicht genauer gucken. Vielleicht sind die auch relativ nah aneinander passiert, diese Dinger. Dann weiß man ja, dass sie regelmäßig den Alkoholpegel sehr hoch gehalten hat. Okay, the stomach is full of fluid and unidentified organic matter, which is probably leftover food. Also nichts Interessantes. So, let's check the diatoms. Again, but in a centrifuge for a change. The problem with examining drowned people is being able to show whether the death was due to drowning or whether something else contributed to the death. Cramp, heart attack, drugs, homicide, or some accident. Such an analysis requires viewing from different angles and a careful interpretation of the collected data, including those from the field. That's why it's so important to collect as many samples. Okay, this is one last little sample. Interessant, dass er das mit einem Brot. Ja. Er hat ja gerade selbst gesagt, so von wegen, er kann sich gewissen Luxus hier nicht leisten, weshalb wir ja auch diesen Test mit dem Wassereimer machen mussten, anstatt mit dem Gerät oder was er da auch immer vorher ansprach. Es ist halt so, wenn du halt nicht so die höchste Einrichtung hast, sag ich mal, mit dem meisten Geld, dann muss man auf andere Sachen zurückgreifen. 35, 25. Messer ist okay. Das ist 25. Kusilla? Ich weiß nicht, ob ich einen Kusilla habe. Obwohl Rosana wäre, glaube ich, schon geil. So, mit dem Satz erstmal Pokémon. Done. I'll run it directly into the chromatograph and run it against the data from the police. I'm certain the analysis will show similarities between the fluid and water in Chelsea's well. Was ich auch schade finde, was mir schon öfter aufgefallen ist, wenn ich zu schnell zwischen gewissen Sachen hin und her renne und der noch in dem Dialog ist und ein neuer Dialog anfängt, bricht er den Dialog ab. Das finde ich schade, da hätte man die Dialoglänge an dem Lauftempo des Charakters anpassen sollen und ihn eventuell schneller reden lassen oder die Sätze anders formulieren, sodass sie kürzer sind. Das sind halt so Kleinigkeiten. Let me think. 3 milliliters should be fine. Mich auch reinstellen. Okay, now it's the chromatograph's turn. Ein Kusshiller für mich. Alter, ist das ein langes Ding.
The water sample matches the one provided by the police. Okay, das haben wir jetzt getestet, ob die Wasserprobe übereinstimmt. Also ob sie wirklich im Brunnen ertrunken ist. Water Sample. Man kann leider nicht ranzoomen. Sowas fehlt mir halt auch ein bisschen. Aber gut. Well, the results are quite clear. I was hoping it would be a more interesting case. Diatoms, analysis indicates the same origin, bla bla bla. Magen vergrößert mit gereiztem Gewebe. Liebes Spiel. Noch kleiner, bitte. Alle blind. Ja, man muss ja bedenken, ich spiele ja sogar in Fullscreen und ohne Facecam oder sowas. Es gibt halt Leute, die haben dann das Spiel teilweise noch kleiner oder noch eine dicke Facecam noch irgendwie mit dabei. Bei der Sektion des Magens wurden Flüssigkeit zusammen mit unverdautem organischem Material gefunden. Es wurde weder Blut noch Drogen gefunden. Okay. There's little left to do. Interesting. Looks like there's something stuck in the trachea. I'm moving to the board for further inspection. Okay, irgendwas ist in der Luftröhre stecken geblieben. Weil was ich mal eben gucken möchte. Die hat diesen komischen Stab nicht drin, den das andere Opfer letztens drin hatte. Ich würde halt echt gern wissen, was das war. Ja, mach. The trachea and open the organ. Alter, die Maus ist halt so sensibel bei diesen Dingern. Ansonsten ist sie die ganze Zeit so langsam. Inside, I find a wedding ring. Und dann, nein, nicht ein Wedding Ring, das ist dein Wedding Ring. Der fehlt seit des Einbruchs, mein Gott. Based on the size, I can say that it's a woman's wedding ring, quite standard from the outside. There's an engraving inside. Ja, das ist dein Hochzeitstag. What the fuck? But this is my ring. Alice's ring. Blitzmerker. But how did it But they should be at home. Ich brauche meine Tabletten. Nein, du hast es nicht zu Hause, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. I have to check this out. Where are my meds? Du hast sie in der Hand. Where the fuck are my meds? In deinem Rachen jetzt. Ich hab die Tabletten schon genommen. Du darfst die Mission gerne aktualisieren. Soll ich noch mehr Tabletten nehmen? I've already taken. Not looking to overdose. Ja, und die Mission denkt sich jetzt auch so, na, alles gut. Der Typ denkt mit, das kann ich ja gar nicht haben. Hab ich das Spiel jetzt verbuggt? Geht die Mission jetzt nicht weiter? Das ist halt genau das, was ich von Anfang an noch sage. So von wegen, er guckt ja in seinen Schmuckkasten rein. Oh, das Geld ist weg. Aber dass halt Ehring weg ist, merkt er gar nicht. Jetzt, wo er hier aber wieder auftaucht, voll Drama. Ich glaube, ich habe das Spiel verpackt. Jesus Christ! Ah, ich darf nochmal nehmen. I have to check the apartment. It can't be. Jesus Christ. Doch, es ist so. Das hatten wir vorhin schon gesehen. Wollen wir nicht vielleicht erstmal die Leiche wegräumen? Wollen wir nicht vielleicht erstmal den Bericht fertig machen? Das macht doch jetzt alles keinen Sinn. Ich mach meine Augendusche. It's been a while since the. Und da ist jetzt wieder voll ruhig. It's probably a. Und in den Zustand jetzt nach Hause zu fahren, ist natürlich auch Premium. Mr. Ridley. Mr. Ridley! What's all the ruckus? I need to go home. Immediately. What? Now? I have to. Have you seen anyone here this morning? Anybody suspicious?
Oh, there was no one. Dorothy was, but only for a moment, then she left. What's wrong with you, Hammond? Okay. Thanks. What about the corpse? I'll come back, I promise. Ja. So wie ich jetzt meine Sicht gerade sehe, sollten wir jetzt auf jeden Fall Auto fahren. Jesus Christ! Kann ich nochmal die Tabletten nehmen? Weil ich bin ja gerade voll unter Psychosen. Ich weiß nicht, ob das mattert in dem Spiel. Ob ich jetzt hätte wirklich fahren können. Aber das sind genau die Sachen, die ich meine. So von wegen, das wäre eigentlich schön, wenn die diese Entscheidung so mit reinbringen. Und ich jetzt eventuell wirklich einen Unfall gebaut hätte, wenn ich unter diesen Psychosen gefahren wäre. Aber dann fängt er mit dem Psychosen direkt wieder an. Du musst das nicht auschecken. Das habe ich im Vortag schon gesehen, dass diese Scheißring fehlt. Aber du hast nur den Auge auf Geld gemacht. Nur Auge für Geld, der Typ. This will mir mehr ins Ohr, bitte. Where is it? Where is it? Nicht da. Where? Das hatte ich schon gestern überprüft. It's not here. It's not. Even now. This is sick! Fuck! Come on, Steven. Pick up the fucking phone! Borosonic. Jetzt stellt Boros schon Telefon daher. What ring? What are you talking about? I took the wedding ring. Alice's wedding ring! One sec. You mean burglary? You said nothing was missing. Yes, I know. I know that. I don't know. I was jittery. Maybe I didn't notice. I don't know, but that's not the worst of it. Calm down, Jack. Breathe. What happened? I found it in the trachea of the deceased I was working on. Do you understand? I pulled it out of a dead woman's trachea. What? I don't know what's going on. You think Red Pete wants revenge? Warum ist das jetzt komplett leer? He's playing with me. Huh? I knew it. I knew it from the beginning this is going to happen. I didn't make it up! Jack, listen to me. Try to calm down. Don't leave the apartment. I'll be with you right away, okay? I'm on my way. What sane person would do something like that? How? And when? When the fuck? Fucking Ridley lets in whoever he likes as usual. What are you saying? Steve. Steven? Don't leave me, man. Come on. Fuck. What? Oh, God. What now? Okay. Calm down. Just calm down. I need a drink. Also verstehe ich das richtig, die Entwickler hatten anscheinend keine Box zu animieren, dass sich die Dinger hier drin bewegen würden, wenn der Charakter, also Jack, die Kiste hier hin und her schiebt und hochhebt, weshalb sie die Kiste für diese kurze Zeit komplett leer gemacht haben. Okay. Also, da wurde schon so ein bisschen gefuscht. Und jetzt, nachdem wir so viele Tabletten genommen haben, sollen wir uns an den Schreibtisch setzen und einen Drink einschicken. Gute Idee. Nachdem wir jetzt schon mehrfach diese komischen... Okay. Jesus. What's going on? Die Flüssigkeit ist sehr durchsichtig. Just one sip more. Yep. Und jetzt wieder die Tabletten.
Jesus. Das Glas ist doch ganz schön still beim Wegwerfen. Just one sip more. Schieße Kapitel 2 ab. Ein paar Leute.